Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Hallo. So, wir sind wieder mit Jasmin und wir haben 20 Uhr. Meinst du, ich schaffe es noch zu meiner Quest, säubere das Gebiet 330 Meter entfernt? Weiß ich nicht. Waghalsig, aber ein Versuch wert? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Hier ist eine Fliege, die geht mir so auf den Zwirn, ne? Und die besitzt diese unglaubliche Frechheit, sich mit einer Selbstverständlichkeit auf meine Arme, auf mein Gesicht überall draufzusetzen, das ist der Wahnsinn. Könnte ich ausflippen. Die geht mir so auf die Nerven. Könnte ich ausrasten, könnte ich. Könnte ich aber richtig ausflippen, könnte ich da. Diese Mistviecher. Oh, Scheißfliegende. Das liegt daran, oder das kommt davon, wenn man der Natur überhaupt eine Chance gibt. Ja. So, ich muss mich mal hier kurz einrichten, so ein bisschen hier in meinem Platz. So, was habe ich denn? Hunger und Durst? Ja, was auch sonst, ey. Ich streh's mal los zu meiner Quest. Ich guck mal, ob ich das noch schaffen könnte. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte. Ach so, ja, hier war ja was. Döniken, naja. Jasmin. Nix als Döniken im Kopf. Diese Jugend heutzutage. Holz hacken müsste ich auch mal. Oh ne, hä? Wo habe ich denn das Holz jetzt her? Von mir? Habe ich dir doch gegeben? Kann ich das ja hier aufwerten, oder? Ja, also ich habe es dir gegeben. Ich weiß nicht, was du damit machen willst. Ich überlege auch gerade, was ich machen wollte. Ich wollte ja hier, glaube ich, zwei Dings machen. Mann, ach, ist egal. Ich weiß schon. Kennst du noch den Film Aus dem Dschungel in dem Dschungel? Nee. Echt nicht? Mit dem Typen, der mitten im Urwald da einen Sohn hat und lernt ihn dann als Teenager kennen und dann bringt er den mit in eine Großstadt? Ah. Das ist eine Komödie von früher. Das ist richtig geil. Mhm. Der hatte so ein Blasrohr und einen Tarantel. Der Tarantel war sein Haustier. Und dann hat er so ein Blasrohr gehabt und damit hat er immer Fliegen gefangen. Und dann hat er gesagt, wenn man es schafft, mit dem Blasrohr und einem Pfeil eine Fliege zu fangen, dann ist man ein Mann. Ja. Ich hätte jetzt gern Blasrohr und einen Pfeil. Für diese komische Kackfliege. Und den kennst du wirklich nicht. Ja gut, der ist schon alt. Hast du bestimmt mal gesehen, aber kannst dich nicht dran erinnern. Dass du jünger bist als ich ein bisschen. Ja, eben drum. Du musst den kennen. Sag mal. Ich meine, du bist schon auf der Welt, da wurde der Fernseher gerade erst erfunden. Ach Mann. Als du das erste Mal vom Farbfernseher gehört hast, hast du Farbe im Schwarz-Weiß-Fernseher reingekippt. Sollte das jetzt irgendwie lustig sein? Ich fand's lustig. Ich musste mir das vorstellen, wie du da an so einer Schwarz-Weiß-Röhre hängst und damit einen Farbeimer Farbe reinfüllst. Ich bin lustig. Irgendwie vom Weg abgekommen. Ja, öfter mal. Ich bin geistig mit meinen Synapsen nicht mehr auf der Bahn, Jasmin. So, ich starte aber diesmal direkt die Quest, damit ich das noch ansatzweise schaffe, bevor es dunkel ist. Ich werde ja wahrscheinlich noch mehr Möglichkeiten kriegen, hier zu looten. Oh, die sieht aber schön aus, die Pflanze. Können wir die einstecken für uns? Oh, geil. Meins. Jasmin, ich habe uns einen richtig schönen Baum besorgt. Baum? Ja, einen Zimmerbaum. Kann Jasmin lernen. Bin ich jetzt eigentlich schon in der Lage, irgendwas Neues zu bauen? Arbeitsstationen. Nee, aber mir fehlt nicht mehr viel. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch 19 Bücher, damit ich den Zementmischer bauen kann. Oh, ist das traurig. Ich finde, mit den Büchern geht das echt schleppend voran, ne? Findest du? Ja.
Ja. Ach, da, yep. Also mit den yep. Büchern, weil du so viele halt sammeln musst, ne? Ja, ne, Patrick? Oh, Gott. Ja. Oh, Hilfe. Ich weiß, ich jammer wieder auf ganz hohem Niveau, ne? Ja, ganz, ganz hoch sogar. Ja, ja. Ja, ja. In anderen Ländern gibt's nicht mal Bücher und ich ärgere mich, dass ich so viele lesen muss. Ja. Im Regenwald zum Beispiel. Muss man noch Hieroglyphen lesen. Aua! Ich wollte gerade fragen, ob die Ägypter eigentlich mittlerweile Buchstaben haben. Ja. Ich war eben so bei den Pyramiden. Gedanklich. Patrick, hast du mittlerweile Hirn? Nö, 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 nö. Gut. Das Vakuum drückt. Es zieht meine Schädeldecke zusammen. War ja nur so eine Frage. Ich weiß auch nicht, was mir da gerade durch den Kopf ging. Oh. Oh Gott. Habe ich mich erschrocken. Boah, hör jetzt auf, so eine Sprachfehler zu entwickeln. Schon wieder. Ich weiß auch nicht, was mit mir los. Hatte ich einen Schlaganfall irgendwie im Schlaf vielleicht, als ich so in der Nacht? Fürchte ich auch langsam. Also, das ist nicht so abwegig, ne? Es gab ja mal einen Typen, der hat auch im Schlaf einen Schlaganfall gekriegt. Und als der aufgewacht ist, hat der auf einmal 4 Sprachen fließend gesprochen. Ja, bei dir geht's aber in die falsche Richtung. Ich glaube, 4 waren's. Bei dir kommt ja nicht mal was Gescheites raus. Oh, das würde ich so aber nicht sagen, ne? Nur Bullshit. Ach so, oh. Ich hab fertig. Du bist fertig, ja. Ich habe fertig, Jasmin. Ich habe geschafft. Zum Händler würde ich jetzt aber nicht noch laufen. Das macht jetzt wenig Sinn, ne? Wo wäre der Gute denn? Nochmal 300 Meter entfernt. Und wir sind... ...318. Nee, das ist ein bisschen zu weit. Das lassen wir mal lieber sein, war Jasmin? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe in der vorgegebenen Zeit. Ich habe noch 38 Minuten, bis es spät ist. Ich habe was für die Umwelt getan. Ich habe einen Baum gepflanzt. Heureka, lobet den Herrn. Ja, aber später. Er hat auch schon geplündert hier. Oh. Kreisverkehr. Sogar ein zweispuriger Kreisverkehr. Das ist ja geil. Cool. Ja, der Baum ist nicht ganz mittig, ne? Das triggert mich ja jetzt ein bisschen. Den müssen wir versetzen. Jasmin, ich habe jetzt eine Eichel. Okay. 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 1. Oh, das geht gar nicht mittig. Mittig. Ja, der hatte 4 Block hat er in der Mitte gesetzt auch. Ah, hier war ich auch schon drin, ne? Oh, ja. Eindeutig. Meine Schandtaten sind noch zu sehen.
Ich habe nicht mehr viel Zeit. Sollte ich mir ein bisschen Ausdauer einsparen, ne? Baust du jetzt eigentlich immer noch die Wände dicker? Ja. Hast du noch mehr in deinem Leben geplant? Ja. Ah, okay. Ich wollte das eigentlich erstmal fertig machen und dann wollte ich, wenn es hell ist, los. Aber ich brauche Materialien. Materialien. Ich kann dir ja ein bisschen Holz mitbringen. Wenn du magst. Auch Steine auch. Steine. Ich habe eben schon die ganze Zeit die Ich habe 13 Stück. Ich würde dir die Hälfte abgeben. Ja, da kann ich nichts anfangen mit. Nein, ich baue gierig. Nur das Grunddings noch und dann kann man ja mal bei Tag losziehen. Mhm. Und dann kann ich ja nachts nochmal alles aufwerten. Okay, und was hast du jetzt nachts geplant? Jetzt mache ich gerade hier weiter. Ja, okay. Und dann, wenn es hell ist, dann gehe ich los. Jetzt mache ich erstmal noch so grob, wie ich das haben will. Ah. Oh oh, Jasmin, es ist 22 Uhr nach Null. Und direkt sind hier mehr Zombies. Was ist es? 22 nach Null? 22 Uhr nach Null. Hm. Mal geil. Es wird Nacht in der Stadt. Es sind auch direkt mehr Leute unterwegs. Alles Nachtschwärmer hier. Nachteulen. Nachteulen. Huhu! Ich bin die Eule. Das ist auch so eine Kacke, ey. Ich bin die Eule. Das ist ein Fall für die Eule. Ach, oder so. Der ist leer? Der ist leer. Eine leere Ambulanz. Mann. Ich habe ihn enthauptet, Jasmin. Mit einem Pfeil. Wusste, du bist krank. Ja. Den Pfeil habe ich wieder eingesteckt als Erinnerung. Robin Hood ist ein Witz gegen mich. Apfel vom Kopf schießen. Ich schieße den Kopf von den Schultern. Ich muss mal eben deppen. Was musst du? Ein Depp machen. Deppen? Ja, deppen. Deppen. Ich muss mal eben deppen, Jasmin. Wenn ich, Joe und Skittles erstmal ein paar Moonshine weg haben, dann deppen wir immer so durch die Gegend, weißt du? Mhm. Verstehe. Warst du das gerade? Was? Bist du hier in der Nähe? Ja. Achso, warte mal. Okay, ich bleib stehen. Au, ja. Ich würde so gern dein Freund sein. Upsala. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich, haben wir mal Spaß. Wie geht's weiter, Jasmin? Ich weiß es nicht, möchte ich auch nicht wissen. Okay. Bin ja noch nicht fertig. Wenn du einen Anbau zum Nachbargebäude planst, ne, wäre es da nicht sinnvoller, ein Zimmer dazwischen zu setzen? Ich will das nicht anbauen, ich will hier nur Geländer noch hinmachen. Also hier diese Dinger nochmal, damit wir einen besseren Weg haben zum Durchgehen. Und wenn die hier rüberspringen? Achso, du machst jetzt hier bis oben zu, ja? Jaha. Ah, okay. Aber ich will mich auch gar nicht einmischen in deine Planung, ne? Was war denn das?
Was denn? Ach, das ist die Melodie hier, so ein Klavier. Warte mal. Lies doch mal das hier. Und das hier, wenn du es noch nicht hast. Ja. Das andere habe ich schon. Ja, dann gib mal her, das verkaufen wir. Oder? Nee, du musst es trotzdem lesen. Mann. Habe ich. Gut. So, ich werde mich jetzt hier mal ein bisschen umschlübbern. Hier passt ja nur eine Mod rein. Lade um 15% schneller nach. Kann aber auch in die Beinschiene eingesetzt werden. Pass auf, dann schmeiße ich das da rein. Und die Beinschiene bekommt den hier. Den müssen wir einmal reparieren. Das geht nicht. Ich habe keine Lappen, Jasmin. Wo ist denn dein Bruder? Was? Was braucht der hier? So, dann wollen wir einmal die Taschen leeren. Was hab ich denn jetzt hier? Irgendwelche Mods noch? Nö. Verbände, Kochtopf, Kochgrill. So, was können wir denn noch? Was können wir denn noch? Das Messing können wir gleich einschmelzen. Ich hoffe, der haut da mal langsam den Lehm fertig, du. Dauert ja 100 Jahre. So, das ist oben. Haben wir irgendwo eine Kiste mit Papier? Weiß ich nicht, du machst die Kisten immer. Ja. Ja. So, jetzt benötige ich einmal. Jetzt kommen wir hier gar nicht mehr. Oh, geil. Was? Das wusste ich gar nicht. Nice. Weiße Kirschblüte. Ja, das sieht ja wohnlich aus, ne? Oh, schön. Warte mal. Toll. Also für die gibt es keinen richtigen Platz hier, aber ich finde es schick. So, was habe ich hier noch? Zugordnen. Läufst du gerade in meine Stachelfallen? Nee. Hm. Jammelfleisch, ganz wichtig. So.
sind halt auch gar nichts wert, ne? Wieso hat er den Plastik nicht rausgeschmissen? Jasmin? Hm? Ja? Oh. Hier. Danke. Gerne. Jetzt brauche ich natürlich noch Holz wieder für meine Tätigkeiten da drüben. Gucken, ob das alles so hält. Also den Blutmond meine ich jetzt. Klar. Du, den letzten haben wir mit Leichtigkeit geschafft, ja? Ah, den ersten? Ja. Nee. Da war doch ein Kinderspiel. Auf gar keinen Fall. Findest du nicht? Mhm. Wir hatten so Glück. Naja, Glück können, ne? Das ist schon so ziemlich dasselbe, oder? Nee, wir hatten Glück. Haben wir Glückspilze gegessen? Hm. Was brauche ich denn dafür nochmal? Gut, da habe ich genug. Da brauche ich jeweils einen. Punkte habe ich nicht zu vergeben, ne? Oh. Ein zufällig? Nee. Geh mal weg hier. Oh, warte mal, ich muss mal kurz auf Toilette. Mann, geh weg. Das ganze Essen hin, ey. Du. Eine Fackel. Hier. Naja, sagt er. Ja, ich farm jetzt noch mal kurz ein paar Punkte hier. Weil dunkel und Händler hat zu. Weil dunkel. Weil es dunkel ist, Jasmin, und ich bei diesen nächtlichen Gegebenheiten Schwierigkeiten habe, den Weg zu sehen. Hm. Ist das so, Kevin? Das ist so, Jasmin. Okay. Wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Du kleines, dummes Schwein. Spaß. Ja, ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht. War das ein Spaß? Wenn du mir sagst, es war ein Spaß, dann glaube ich dir natürlich. Willst du mir nicht sagen, dass es ein Spaß war? Nö. Hängt der jetzt da noch ein Weger? Ja. Oder? Kann mir denn hier kalt sein, wenn ich die ganze Zeit acker wie ein Ochse? Ja, du arbeitest nicht schnell genug, Jasmin. Ich höre dich hier hinten gar nicht schwitzen. Mhm, aber du riechst es doch. Ja, riechen tust du ja immer ein bisschen, ne? Bitte. Aber das liegt an der Wasserknappheit hier. Mhm.
Allerdings muss ich zugeben, ich kann deinen Geruch bis hier hinten nicht wahrnehmen, weil meiner ist sowieso übertönt. Ich will nicht angeben, aber ich stink schon ganz schön. Na denn? FFN. Geräuschebug. Ein Geräuschkäfer. Ach, jetzt geht das schon wieder los hier mit der Ausdauer. Ja, genau. An meine Rahmenform kann ich die Fackel nicht anbringen. Aber an so einem Klumpen Erde, da hält die natürlich. Wie bestellt. Auf Wish. Auf Wish. Auf Wish. So. Ich würde gerne so schnell Holz farmen, wie ich hier Lehm farme. Manchmal muss ich erstmal gucken, wo ich hier schon gebuddelt habe. Damit es auch gerade wird und eine Höhe. Oh, ich habe gar nichts zu essen in der Tasche. Ich kriege gleich Hunger. So, ein noch. Ja, dann müssen wir erstmal was zu essen holen, nicht? Oh, Jasmin! Warte mal, wer mit der Arbeit fertig ist. Hm. Was hast du denn gekocht? Nichts. Oh, mein Leibgericht. Nix mit einer heißen Prise Luft. Oh, geil. Was? Nix. Was du gekocht hast, schmeckte sehr gut. Mhm. Ja, wohlgenährt könnte ich jetzt wieder an die Arbeit gehen. Wobei ich auch Lust hätte, mich jetzt aufs Sofa zu flezen, nicht? Nicht. Mit so einem vollen Magen, du, da kannst du ja nicht richtig schippen hier. Ich brauche unbedingt mehr Punkte und mehr Arbeitsmaterial. Eins, zwei und drei. Todschick. Todschick ist das, Jasmin. Meinst du? Ein Wunder ist das Bar. So.
noch den hier unten. Ich müsste doch eigentlich hier gleich am Ende sein, ne? Also zwei noch und dann habe ich das Ende der Plattform. Ja. Ja, dann bin ich am Ende angelangt, Jasmin. Habt ihr denn das Ende der Plattform? Dann habe ich das Ende der Plattform, Jasmin. Weißt du, was uns am Ende der Plattform erwartet? Ey. Der Anfang. Das Ende. Nee, der Anfang vom Nix. Mhm. Der offene Anfang. Mhm. Und nach dem abgeschlossenen Ende. Mhm. Für mehr Weisheiten folgt meiner Telegram-Gruppe. Ah ja. Da ist alles wahr. Es kann jeder was reinschreiben, was er will. Aber das stimmt dann auch. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Habe ich schon ewig keine Werbung mehr von gesehen. Was, von der WhatsApp-Gruppe? Ja. Hä? Kennst du das nicht hier? Danke, Alex. Und wenn du dir auch einen Bugatti leisten willst, dann tu genau das, was ich tue. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Ach so, ja, ja. Ja, ja. Aber die sagen es ja nicht so, sondern die sagen... Willst du auch so einen Lamborghini fahren? Dann tu genau, was ich tue und komm in die WhatsApp-Gruppe. Und dann schreit irgendwer von hinten, komm in die WhatsApp-Gruppe. So, genau so und nicht anders. Und dann wirst du reich. Na denn? Ja. Ich habe das auch gemacht. Ich bin auch in die Gruppe rein. Alles, was sie dafür brauchten, waren meine IBAN, den Bankpin. Geburtsdatum, Adresse, Sozialversicherungsnummer, Personalnummer. Genau. Und dann ging das wie von selbst, ne? Daraufhin arbeitete mein Geld für mich. Ins Minus, ne? Ins Minus, ja. Gott, oh Gott. Was denn? Wie komme ich denn da hin, wo du bist? Hoch, einfach die Treppe ganz normal. Ah. Gar nicht gesehen, dein Geheimgang hier. Oh, das ist aber ein schöner Dachbalkon. Oder eine Dachterrasse. Findest du das gut? Guck mal, hier kommt sogar Licht durch. Von drinnen. Ja, findest du gut? Ja, schön geräumig, ne? Das ist doch schon... Sieht doch nicht schlecht aus. Guck mal, ich habe auch was getan für die Wohnung hier. Komm mal mit. Gleich. Stopp. Halt, stopp. Weißt du, was das Schöne an Arbeit ist? Sie läuft nicht weg. Komm jetzt. Doch. Yeah, einen Punkt gekriegt. Komm. Guck mal. Jasmin, hör auf zu arbeiten. Ja, du kannst doch mal warten. Kommst du jetzt rein? Nein, böse. Nein. Nein. Ich verbiete es dir. Oh, ich habe einen Punkt gekriegt. Das ist. Du siehst. Habe ich schon gemacht. Komm jetzt, du alter Zimmermann. Zimmerfrau. Oh, du hast dekoriert. Ja. Ja, machst du zu Hause nie. Nö, ist ja auch unnütz. Ach ja? Warum machst du es dann hier? Das sieht doch schick aus. So unnütz. Nein, hier im Spiel ist das voll cool. So, das haben wir. Oh, ich habe gar keinen Stein mehr. Nee. So. Tine. Super.
ein bisschen Eisen vielleicht einschmelzen. Wunderbar. Wieso hast du das Gitter auf den Stein nicht abgebaut? Mach ich noch. Ah, okay. Hatte ich nur jetzt kein Problem. Ja, danke. Du hast geschlampt, du hast hier aber ein paar Meter vergessen. Ja. Und das ist weder durch ein Schild noch durch eine Absperrschnur abgesichert. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Wenn das die Ige Bau sieht, bist du am Arsch. Huch. Hey. Tut mir leid, aber da werde ich wütend, ja? Ungesicherte Baustellen, da werde ich wütend. Oh. Südend? Ja, südend. Warte mal. Was hast du für Schuhe Warum? An? Meine. Das sind doch keine Stahlkappenschuhe, das sind Stoppschuhe. Da hilft dir der Bauhelm auch nichts, wenn dir was auf den Zeh fällt, ne? Ja, Patrick, ne? Genau. Oh. Oh, und hier noch ein bisschen. Ich habe kein Holz mehr. Nee? Nee, mir wurde mein ganzes Holz geklaut. Man hat mich angefleht und angebettelt. Angebet oder was? Angebet, mein Bet. Man hat mich angebet. Nee, man hat mich angefleht und angebettelt auf den Knien und weinend. Nee. Da konnte ich nicht anders als zu sagen, komm, hier hast du 22.000 Holz, ne? Nimm das mal erstmal. Den hast du gar nicht gegeben. Sicher habe ich das gegeben. Du hast nur eine verirrte Wahrnehmung. Schon ein Ding, dass ich das Wasser immer schlagen muss, bevor ich trinken kann. Da. Hä? Ah. Baum fällt! Du hast auch noch keine Steinhacke, ne? Doch. Also eine Steinaxt. Ja, aber nicht diese... Ne, eine Eisenhacke habe ich noch nicht. Eine Eisenspitzhacke. Ja, genau. Die Spitzhacke meine ich. Ich habe auch noch keine Stahlspitzhacke. Oder eine Diamantspitzhacke. Mal so eine Reihe setzen, ne? So. Oh, hier unten habe ich ja einen vergessen. Ach, den hast du mir doch geklaut. Jasmin, bitte. Nein, habe ich nicht. Doch, 100 pro. Nein, habe ich ehrlich nicht. Doch. Ich habe sogar noch mal nachgeguckt eben. Nein, du hast geklaut. Ich unschuldig, wie ich bin, werde ich hier einfach auf Verdacht der Tatsachen hingestellt als Großkrimineller, ja? Ist ja auch. Als Mitglied einer kriminellen Vereinigung, nur weil ich da im Block geklaut haben könnte, was ich aber nicht getan habe. Den mal hier hin. Wo sind meine anderen Setzlinge? Keine Ahnung. Ich sehe das im Dunkeln nicht so. Nee. Nee, leider nicht. So. Wo ist er? Da. Warum kommst du denn hierher?
Bei den Zombie? Ja. Aha. Oh. Aber ich treffe im Dunkeln nicht so gut. Ja. Das war's mit ihr. Oh, schon 3 Uhr. Es wird bald wieder hell. Können wir erstmal los dann. Jo. Ich muss oben, scheiße, ey, die ganze Schräge wegmachen. Ich muss das mal voll verlassen. Ah, ja. Joa. Ah. Ärgerlich. Kann ja schon mal zum Tier kommen. Vielleicht kannst du mir denn da ja mal helfen. Beim Abbauen. Mhm. Wollen wir das denn nächste Nacht machen? Vorsicht, hier sind Stachelfallen, ne? Ich meine ja nächste Nacht. Ja, das kriegen wir hin. Helfe ich dir ein bisschen. Nur die Schräge muss da oben weg. Oh. Genau, erstmal die und dann müssen wir die Schräge oben wegkloppen. Ja. Weil ich will einmal rum, weißt du? Und dann mit Geländer nur hier hinten. Aha. Dass wenn die von da hinten kommen, dass du da auch schießen kannst. Okay. Warum haust du mal dein Holz? Weißt du, was beim Trinken auch praktisch ist? Wenn du jetzt mehr trinkst, als du Durst hast quasi, dann behält er das als Speicher an der Seite bei. Echt? Ja. Du das? Ja. Wollen wir den schmalen hier noch wegkloppen? Diese Folge oder nächste? Den hier? Den anderen da? Ja. Können wir eigentlich hier noch weghauen, ne? Ah. Gibt ja ein bisschen XP. Und XP gibt Erfahrung. Und von den Erfahrungen kann ich mir was kaufen. Haust du auch gegen das Ding gehen? Ja. Wo haust denn du gegen? Ach, du fängst hier unten an. Ja, ich bin oben. Ach so, ich hab mich eben schon gewundert, warum das nicht weniger wird. Ich dachte, du haust gegen meine Wand. Ne, die habe ich schon abgebaut. Die wolltest du ja weghaben, ne? Welche? Nein. Nein? Also zu zweit geht's wesentlich schneller, ne? Ja, deswegen. Und wenn ich denn die Schräge da mache, damit ich einmal rumkomme hier. Aber losgehen muss ich noch was essen. Ja. So, so. Hey, Zwerge, hey, Zwerge, hey, Zwerge. Ja. Hey, Zwerge, hey, Zwerge, go, go, go. Der letzte. So, und du bist jetzt offiziell ZimmermannInnen, ja? Patrick. Hm? Lass es. Ich wollte dich als Frau damit ansprechen. Lass es einfach, Alter. Und eine Zimmerfrau hört sich an wie so eine Hostess oder... Weißt du? Ja, ich dachte, ey, wenn du eh das andere Haus baust, kann ich das ja hier nebenbei ein bisschen machen. Und als Zimmermann, als ZimmermannInnen bist du ja bestens dafür gewappnet, ne, und geschult. Halt aber die Fresse. So. Da müssen wir aber ganz schnell was weghauen, ey. Lehm, Stein kann eigentlich in meiner Tasche bleiben. Da haben wir den Lehm. Lehm und Lehm lassen, ne? Also, so, was habe ich denn hier? Gut, trinken kann ich unterwegs. Ich habe ja meine Mod.
Ich nehme mir nochmal 3 Eier und Speck mit. Holz habe ich da, den könnte ich nochmal schnell reparieren vorher. Wieso schleppe ich eigentlich die ganze Zeit mein Gewehr ohne Munition mit? Den Wasserfilter packe ich hier rein, den mache ich dann demnächst fertig. Oh, Gemüseeintopf ist auch noch da. Warten. Na endlich. Was hast du da weggeschmissen? Eichensamen? ich wollte mitnehmen. Also nicht so viel, aber ein bisschen. Von dem, und das wollte ich mir erstmal zur Seite packen. Und dann kommt das da oben hin. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Platz. Die beiden brauche ich gegebenenfalls. So, und die können wir unterwegs pflanzen. Schön. So, dann würde ich sagen, nächste Folge geht es wieder zum Händler. Weiter questen, Erfahrung sammeln, punkten hoffentlich. Und überleben im besten Fall. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.